Na, aber es wird. Es wird, ich sage auch bei Murat, es wird. Jeder kann zwei Sprachen lernen. Das weiß ich ja auch. Wir sind ja auch so richtig am Land aufgewachsen, in Oberösterreich, im Salzkammergut. Und meine Mutter hat aber immer darauf Wert gelegt, dass wir uns mit deutschen Immigranten und Verwandten perfekt unterhalten können. Ja. Und der Österreicher ist ja an sich ein Fremdsprachengenie. Der Österreicher ist wahnsinnig fremdsprachenbegabt. Ja. Der Österreicher fährt an die Adria auf Urlaub, switcht sofort in die Landessprache. Camarero, due pivo per favore. Oder ich habe eine Frage, o una fragola. Können Sie das Essen für meinen Sohn im Mikro wärmen? Pommes al Machiavelli? Ja, und das war ja das Problem mit der Romana. Also die Romana, die war ja aus Eichelham bei Pinsdorf bei Gmunden und ich aus Pinsdorf bei Gmunden. Und kennengelernt habe ich die Romana im Café Brandl in Gmunden, das war früher mal ein Literatencafé, wo auch der große Anti-Staatsschriftsteller Thomas Bernhard immer gesessen ist. Und da saß ich und irgendwie teilen sich plötzlich die Rauchschwaden. Ja. Na, ich glaube, das muss man jetzt doch kurz in Deutschland erklären. Ja. Also Rauchschwaden, das gibt es ja gerade in Bayern überhaupt nicht mehr, ja, im Wirtshaus, aber in Österreich, ja, in Österreich gilt jetzt auch ein generelles Rauchverbot. Die Wirte müssen allerdings durch ein sogenanntes Pickerl an der Türe klarstellen, ob sie sich ans generelle Rauchverbot halten wollen oder nicht. Ja. Und wenn sie sich jetzt als Nichtraucherlokal deklarieren, wird sehr streng geprüft, ob dort auch wirklich nicht geraucht wird. Also in Österreich gilt jetzt ein sehr strenges Rauchverbot für Nichtraucher. Es ist jetzt sehr kompliziert, ja? Also juristisch wahnsinnig geschickt gemacht, ja? Und jetzt kennt sie nur keiner aus, diese ganzen Definitionen, ja? Was zum Beispiel ist ein geschlossener Raum? Ist ein Heizpilz draußen ein geschlossener Raum? Oder besseres Beispiel, darf zum Beispiel eine afghanische Touristin in einem Wiener Hotelfoyer unter ihrer Burka rauchen? Der österreichische Gesetzgeber sagt, ja, wenn sie ab einem gewissen Volumen der Burka durch eine zusätzliche Stoffbahn einen Nichtraucherbereich abtrennt. Und so wird halt jetzt einfach im Café Brandl weiter geraucht und ich sitze da und dichte so vor mich hin, ja, einen oberösterreichischen Schüttelreim zum Beispiel, in einen richtigen Vierkanter trinken die Kia Fanta. Ja. Und plötzlich also sehe ich sie, Romana, granatapfelfarbene Wangen auf dem Elfenbein ihrer Haut, ein rotgüldener Schimmer über ihrem kastanienfarbenen Haar, die Augen eine Verschmelzung von Achat und Smaragd, verheddern sich unsere Blicke unentwirrbar ineinander und sie zwinkert ihrer Freundin zu und sagt, der Hund zirkt der Lätschen he. Also Lätschen, auch in Niederbayern gern verwendeter Ausdruck für ein griesgrimmiges Gesicht, ja. Bei uns auch Dreschen, ansonsten eine Dreschen, zwei Nasale bitte, ja. Dreschen, genau. Also wir haben uns sofort natürlich unterhalten, sprachwissenschaftlich hochinteressant, ja. Und irgendwann hat sie dann schon zärtlich ins Ohr geflüstert, aber Pampara Mangeln lose mich nicht gleich von dir. Ja, also sie kam öfter, ja. Pudern. Also, ich merke, Sie lernen jetzt auch schon mit Riesenschritten dazu. Also, aber sie kam öfter, sie blieb länger. Jedes Mal aber, wenn ich gesagt habe, sie könnte zumindest versuchen, das Niveau ihrer Sprache an das ihres Aussehens heranzuführen, hat sie gesagt, jetzt redet er schon wieder so obergescheit daher, ich konnte dem spazieren futzen. Ja, dabei war ihre Mutter eine sehr feine Frau. Aber bevor du dich für eine Schwiegermutter entscheidest, schau dir die Tochter an. Ja. Gut, jetzt haben wir unsere Beziehung aus sprachlichen Gründen auf Eis gelegt. Wir wollen die Kühlkette auch nicht durch einen Kurzbesuch bei mir unterbrechen. Ja. Aber nicht, dass Sie jetzt glauben, ja, ich hätte irgendwas gegen den Dialekt.
Also ich habe ihn ja sprachwissenschaftlich untersucht, also den oberösterreichischen. Ja. Und der oberösterreichische Dialekt ist ja ein Melting Pot ohnegleichen. Das ist fast eine Art Ursprache. Also da kommt alles zusammen. Keltischer, germanischer Einfluss, bajuwarischer Einfluss, romanischer natürlich, ja, slawischer, chinesischer. Ja, also chinesischer glaubt man meistens niemand mehr. Ja. Aber nur ein Beispiel. Ja. Dialog zweier Bauern. Bauer A fragt den Nachbarn, den Jungbauern, wo seine Schweine sind. Ey du Jungbau, wo sind Zau? Gesehen? Ja? Antwort, ich habe keinen Tau, also keine Ahnung. Ich habe keinen Tau. Wo Zau Ling? Ja. Oder? Ich kann von meinen zwei Ziegen nicht leben, zwar Ziegen zwingen. Ich habe jetzt als Reinigungskraft in der Dorfschule angefangen. I ging Feng Shui. Also auch im Bayerischen klingen diese chinesischen Wurzeln natürlich an. Ja, eh klar, ne? Das brauchen Sie sich nur anschauen. Das bayerische Wort und das chinesische für Innerein Mong Dam Lung. Nicht? Oder wenn zum Beispiel die Suppe sehr gut schmeckt, dann sagen der Bayer und der Chinese zum Nai Leng. Ja?